Die Ethereum-Kriege. Die Ethereum-Kriege von Taron Dreh. Gewidmet Katria, meiner Freundin und Kollegin. Als es dann soweit war, kam das Ende schnell. Innerhalb dreier kurzer Jahre fielen die großen Zwergenstädte Himmelsrands, von Markat bis zum Veloti-Gebirge, im Kampf gegen die Armeen des Großkönigs. Städte, die jahrhundertelang gegen die Nord standgehalten hatten, mussten sich plötzlich und ohne Warnung geschlagen geben. Die Gelehrten wundern sich seit vielen Jahrhunderten über den plötzlichen Zusammenbruch der Städte der Dwemer. Selbst die Nord schien überrascht worden zu sein, obwohl ihre Chronisten schnell bereit waren, den Erfolg der genialen Taktik König Gilirs und dem Segen Shoas zuzuschreiben. Meine Forschung weist allerdings auf eine andere Ursache hin. In den Jahrzehnten vor ihrem Untergang wurden die Zwergenstädte von Himmelsrand durch innere Zwistigkeiten und Kämpfe um eine ungewöhnliche Ressource dezimiert. Ethereum. Die Gelehrten von heute kennen Ethereum als seltenen, leuchtenden Kristall, der in manchen Dwemer-Ruinen zu finden ist. Für die meisten ist es kaum mehr als eine Kuriosität, weil es fast unmöglich ist, mit Ethereum zu arbeiten. Trotz seiner starken magischen Aura reagiert es nicht mit anderen alchemistischen Materialien, und man kann es mit keinem bekannten Prozess verzaubern, schmelzen, formen, binden oder zerbrechen. Für die Zwerge waren derartige Schwierigkeiten natürlich eine willkommene Herausforderung. In den Jahren nach der Herrschaft König Haralds entdeckten die Dwemer von Himmelsrand eine beträchtliche Menge Ethereum in ihren tiefsten Höhlen. Unter der Leitung des großen Forschungszentrums Aknaktams im südlichen Reach wurde ein Bündnis aus 4 Städten gebildet, um den Abbau, die Verarbeitung und die Erforschung zu überwachen. Eine Ethereum-Schmiede wurde erbaut, um das Material unter genau kontrollierten Umständen zu schmelzen. Wenn man den Inschriften glaubt, die ich entdeckt habe, waren die Ereignisse äußerst spektakulär. Die in der Schmiede hergestellten Gegenstände waren Artefakte von enormer Macht, die von Anfang an mit mächtigen Verzauberungen belegt waren. Die Zwergenallianz zerbrach fast sofort, als die 4 Stadtstaaten und ihre Rivalen versuchten, die Schmiede für sich zu beanspruchen. Wir können nun davon ausgehen, dass keine Seite erfolgreich war. Alle Seiten wurden durch den jahrzehntelangen Konflikt geschwächt, was die darauffolgende Eroberung durch König Gellir ermöglichte. Und obwohl die Dwemer den größten Teil ihrer Länder nach einem Jahrhundert zurückeroberten, gibt es keine Anzeichen, dass sie ihre Ethereum-Forschung jemals wieder aufgenommen hätten. Vermutlich war der Preis einfach zu hoch gewesen. Aber nichts, das der in den Anschriften beschrieben Ethereum-Schmiede gleicht, wurde jemals innerhalb der Grenzen Himmelsrands gefunden. Vielleicht wurde sie schon vor langer Zeit von den Nord- oder den Dwemern selbst zerstört. Oder vielleicht ist sie einfach noch nicht entdeckt worden, so wie das Geheimnis des Ethereums selbst.